Hallihallo, wir schminken uns gemeinsam. Ich habe ja gestern, also für mich, gestern habe ich ja meinen Video-Marathon abgebrochen, weil es zu dunkel war. Ich wollte mir wieder ein Gesicht machen, malen. Und beginnen wir damit, ja? Ich bin so happy, dass ich gestern schon meine ganzen dekorativen Sachen vom Project Pen abgefilmt habe. Ich bin so happy, dass ich nicht mehr ganz so viel jetzt in meiner Schublade zum Benutzen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ab nächstes Jahr mache ich dann ein neues Project. Ja, aber erstmal brauche ich einen Primer. Habe ich? Ja, natürlich habe ich einen. Ich habe doch den Zara Secrets gestern im 10 in 10 herausgenommen. Bourjois Hilti Mix Foundation verwende ich jetzt auch. Ich glaube aber, ich brauche ein paar hell Aufhell-Drops dazu, weil die ist schon ein Ticken dunkel im Moment. Ja, vielleicht sollte ich einfach noch mal ein bisschen diesen Selbstbräunungsakt mit meinem James Reed machen. Bin sowieso seit Tagen eigentlich, denke ich mir auch, ich könnte ja noch mal mich selbst bräunen. Aber ich sag mal, das abends einfach ins Gesicht drauf zu sprühen, das ist ja jetzt kein Akt. Aber im Moment abends duschen und dann Couch oder so, dann vergisst man das relativ schnell. Ja. Relativ fest das Make-up ist mir gestern schon, gestern habe ich es verwendet, ne, meine ich. Ist mir das schon aufgefallen. Ist mir gar nicht so in Erinnerung. Ich benutze ein bisschen Wasserspray mal, um das so ein bisschen alles miteinander zu verbinden. Da habe ich ja das Balea Aloe Vera Gesichtsspray. Ich nehme gerade ein bisschen wieder Make-up runter, merke ich gerade. Und meine Rötungen kommen wieder durch. So, ich nehme jetzt wieder mein Maybelline Color Tattoo als Base. Ich muss den mal ein bisschen sauber machen. Wird wieder hart. So, jetzt geht's wieder. Ich wollte heute irgendeine neue Colourpop-Palette ausprobieren. Eigentlich hatte ich Bock auf diese Sunshine, aber die passt irgendwie nicht so zu meinem Look irgendwie. Ja, die Nude Mood hatte ich. Na komm, ich nehme die Wild Nothing. Die werde ich gleich verwenden. Ich werde die auch mit euch zusammen swatchen. Ne, diese hier, die ist wunderschön. So, Augenbrauen. Da hatte ich doch von, genau, auch von Maybelline. So eine Brow Pomade. Jetzt könnten wir eigentlich anfangen, die zu swatchen. Wild Nothing. Die schaut so aus. Und dann swatchen wir sie mal. Also dieser Glitzerton Salton. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen. Ach, das ist so ein. Wie die Color. Wie heißen die? Die Super Shock Shadows, so von der Konsistenz ist der komplett so. Das ist halt so mussig. So, das sind die ersten vier. Ist halt so sehr schön dezent. Ich nehme mal eben wieder Pads raus hier. So, die nächste Reihe. Hier definitiv ein wenig besser, weil die sind natürlich jetzt dunkler, die Farben. Wow, okay. Wieder sehr schön. Jetzt kommt, glaube ich, wieder, ja, jetzt kommt wieder so eine Konsistenz wie der Super Shock. Die sind halt so wet, ne? Das sind diese hier. Sehr schön. So eine Frühlingspalette, finde ich. Und jetzt kommen so ein bisschen Nude-Rosé-farbene, alles matt. Zumindest so wie das so auf dem ersten Eindruck scheint. Sehen auf jeden Fall cool aus. Und das sind die unteren. Sehr, sehr gut pigmentiert, wie man sieht. Damit kann ich doch was anfangen. Beginnen wir. Ich nehme erstmal nämlich diesen Ton hier. Das ist so ein Peachfarben, ne? Ah, nee, ich nehme erstmal, den lasse ich mal kurz. Ich nehme den komplett, ja, ich sag jetzt mal hautfarbenen. Damit mache ich mir jetzt erstmal so ein bisschen das komplette Lid. Genau, so als Settington für den Lidschatten, für die Lidschattenbasis, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen drüber hinaus. Jetzt gehe ich ja mit diesem Ton hier
und gehe damit so in meine Crease rein. So, und nun nehme ich allerdings auch den dunkelsten, dippe damit so ein bisschen rein und mache den ebenfalls in die Crease, dass es einfach so ein bisschen farbvorläufig wird. Jetzt nehme ich meine Pinsel alle, Hot Springs, dieser, ich sag jetzt mal, roséfarbenen. Oh, und der hat ganz leicht Glitzerflitter drin, sehe ich gerade. Finde ich aber schön. Jetzt gehe ich nochmal in diesen Nude-Farben, womit ich eben gesettet habe, einfach hier so ein bisschen wieder komplett drüber. Und mit dem dunklen am unteren Wimpernkranz entlang. Und verstärke mir das noch ein bisschen hier am Rand wieder. Nun gehe ich, glaube ich, in den Stripped. Das ist halt die Farbe, die so ein bisschen Color, ja, diese Color Super Shock Shadows in dem Sinne sind. Und gib mir das als Topper. Ja, sehr schön. So aus Augenlid. Und den helleren davon in den Augeninnenwinkel. So. Sauberen Pinsel und verblend das alles so ein wenig, wenn das überhaupt geht, weil die sind ja ein bisschen was feuchter als die anderen, aber es klappt. Ich könnte auch natürlich noch als nochmal Topper über dem Nassen noch den anderen hier geben, den das jetzt wieder so ein normaler Schimmerlidschatten ist. Und das auch nochmal eben verblenden. Oh ja, das sieht aber schön aus. Jetzt nehme ich mir meinen Eyeliner, den ich in meinen 10 in 10 drin habe. Kein Spiegel, hier nehme ich wieder mein Handy. Mascara nehme ich die von Essence False Lashes Mascara. Also der Eyeliner, der gefällt mir richtig gut, der ist richtig schön schwarz und stempelt auch nicht ab, so wie ich das so merke, weil der wirklich sehr schnell trocknet, finde ich gut. So, Concealer, ich mache mal eben die Tür zu. Von Inglot. Jetzt gehen wir mit dem Puder drüber, da habe ich... Ah ne, da habe ich ja das hier. No Filter Needed. Schütte ich mir so ein bisschen was in den Deckel rein. Und Heide Witzka. Jetzt hat der Guido auch gerade noch Besuch bekommen und ich wollte gleich ins Wohnzimmer mein bisschen Duftwachs. Duftrückblick wollte ich machen. Naja, gut. So, jetzt kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was Bronziges. Habe ich einen Bronzer? Nö. Dann nehme ich doch ein wenig zugestellt hier. Ja, nehme ich mal eine Art Deko. Den mag ich ganz gerne. Bronzing kompakt. Den hatte ich auch damals mal irgendwann in einem Project Pen drin. Und schon bekommt mein Gesicht wieder ein wenig Leben. Habe ich jetzt im Moment gar keins im Projekt. Dann nehme ich doch noch mal ein bisschen was Mackiges. Nehme ich Early Morning von MAC. Sehr schöne Farbe. Ist übrigens das hier. Sehr schön, finde ich. Highlighter. Habe ich einen Highlighter? Nee, sieht nicht so aus. Dann nehme ich wieder meinen MAC Hush. Was man irgendwie gerade nicht so richtig sieht. Doch. Das ist halt so ein subtiler Schimmer, ne? So, und jetzt nehmen wir mal einen neuen Lip Liner aus meiner Colourpop-Bestellung. Wie geht denn das nochmal auf? Nehme ich den hier. Was ist das denn? Good and Plenty. Schau mal. Ganz weich, schön. Doch, gefällt mir sehr. Mega weich von der Textur. So,
Haben wir die Farbe zufällig auch als Lippy-Sticks? Mal gucken. Good and Plenty. Nehmen wir gar nichts. Noch Setting Spray, dann nehmen wir das Malakka Reis. Oh, ich sehe gerade, da ist noch Tesa drin. Das war nämlich aus dem Trash-Päckchen. Und das hat jemand zugemacht, zugeklebt. Duft ist jetzt nicht der schönste. Aber ich finde, so ein bisschen mehr Highlighter könnte ich tatsächlich vertragen. Was haben wir denn hier Schönes rumfliegen? Nehmen wir den hier. Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, da steht ein D drauf. Ich habe halt so viele Sachen, die ich so selten benutzt habe. Guck mal, der ist vielleicht einmal verwendet. Deswegen, das muss ich immer so machen. Und der Look ist fertig. Auf jeden Fall gefällt mir die Lidschattenpalette. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart, Leutchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.